Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zum Gas Station Simulator. Wir sollen irgendeinen Kofferraum aufbrechen. Dietrich liegt genau oben drauf, perfekt. So, probieren wir mal unser Glück. Drücke AD, um den Dietrich zu bewegen. Kann ich auch mit der Maus. Halte Spacebar, wenn der Dietrich in richtiger Position ist. Ah, okay, war ja easy. Ich habe es mir schwerer vorgestellt, aber es war wahrscheinlich auch ein sehr leichtes Schloss. Wir haben letzte Folge eine ganze Menge geschafft und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr froh. Wir haben schon wieder Kundschaft. Schönen guten Morgen. Früh um 7 erstmal eine frische Tankladung an Gennys Tankstelle. Hä? Dein Auto rollt. Dein Auto rollt. Oh no, oh no, was passiert hier? Aber wir haben es noch hingekriegt, aber deine Handbremse solltest du das nächste Mal vielleicht anziehen. Die Gasflasche können wir jetzt auch mal wegstellen. Liegt schon ganz paar Folgen da vorne rum. Der Laden sieht doch aus wie neu. Wir haben eine ganze Menge geschafft yesterday. Das freut mich sehr. Ah, wir haben im Kofferraum ein Dust Bowl-Gemälde gefunden. Wir hängen es über die Tür, ne? Ja, das sieht doch schicki aus. Könnte das Gelände hier sein. Steht ja da, Dust Bowl. 1930 bis 36. Kaufe 3 Regale im PC. Ah, geil. Wir können jetzt erste Regale kaufen. Kleiner Erfrischungsgetränkestand und der große. Und das Ganze auch noch als Essensstand. Wir haben $846. Dann kaufen wir doch gleich zweimal das große. Platziere 3 Regale im Inneren der Tankstelle. 0 von 2. Hä? Das check ich nicht so ganz. Ah, wir haben die auch im Rucksack. Okay, geiler Rucksack, den hätte ich auch gerne. Direkt einfach mal so ein Riesenregal hier. Wo stellt man das hin? Soll ja auch ansprechend sein. Ich würde sagen, wir packen das hier in die Ecke. Na, es steht nicht ganz an der Wand. Aber nee, er ging es auch irgendwie nicht. Wie weit können wir mit dem? Mit dem können wir ein kleines Stück weiter hinter. Und das dorthin. Geil. Jetzt bräuchte man bloß noch was, was wir reintun können. Kaufe zusätzliche Parkplätze im PC. Einrichtungen, sonstige. Der einzig brauchbare Parkplatz im Moment erst kostenlos. Der Onkel hat ihn vollständig bezahlt. Du musst ihn nur von Sand befreien. Kaufen wir den erstmal? Okay, wir müssen erstmal das Ding da von Sand befreien. Der Onkel hat es mal wieder bezahlt. Nett von ihm. Großzügig. Komm, mit vollem Kraftturbo voraus. Und aufschippen. Ist noch gar nicht mal so viel los an der Tanke aktuell. Rudy braucht auch mal wieder bald Treibstoff. Aber jetzt für das Ding reicht es erstmal. Und weg mit dem Schutt. Ein neuer Kunde fährt irgendwie... Irgendwas stimmt mit deinem Reifen nicht. Ich kann ja nicht genau sagen, was. Ich würde sagen, irgendwas haut da nicht so ganz hin. Moin, moin. Haben Sie Bock auf ein bisschen Sprit, Flamingo? Zeig ihn mal, wie gut ich das kann. Wie, nee, super war es nicht. Ich habe Diesel reingetankt. Ach, Mensch. Ja, wirst du ein paar Metern merken, ne? Viel Spaß noch. Wir haben schon wieder eine neue E-Mail. Wir müssen den Parkplatz jetzt natürlich noch kaufen. Beziehungsweise der Onkel hat es ja bezahlt, aber wir müssen ihn halt irgendwie freischalten hier drin. Ich frage mich gerade, was das so wirklich bringt. Ach so. Ja, natürlich. Die Leute parken ja alle nur hier vorne, um zu tanken. Wenn wir jetzt hier aber bald noch Snacks und leckere Getränke haben, dann müssen die natürlich irgendwo parken. Jetzt habe ich es gecheckt. Ich bin manchmal halt ein bisschen doof. Der gute Onkel hat angerufen und so gut ist er gar nicht. $5000 sollen wir in 5,5 Minuten zurückzahlen. Wir haben 434. Ich glaube, das wird ein bisschen knapp. Er hat ein bisschen Nachschub für uns bestellt. Wahrscheinlich hier für die Regale. Ah, okay, ja, anscheinend für die Regale. Aber nichts ist auf dieser Welt umsonst und er möchte die ganze Kohle jetzt zurückhaben in 5 Minuten. So viel zur Familienliebe, mein Freund. Das erste Getränk, was wir verkaufen. Was müssen wir tun? Bediene den Kunden an der Kasse. Jedes Produkt, das in den Korb fällt, ohne gescannt zu werden oder aus der Kasse herausfällt, erhält der Kunde kostenlos. Was? Also, wir können den Sponge steuern, wir können ein bisschen schrubben, ab und zu wird das wohl dreckig. Und dann, nein. Kostenlos. Okay. You want me to pay full price for this? Soll ich dafür den vollen Preis bezahlen? Was ist denn dein Problem? Du hast was umsonst gekriegt, Freundchen. Komm, verzieh dich. Schwupp, weg mit dir. Kann dir mal ein bisschen die Klatze schrubben. Stinkt nämlich ganz schön. Ah, die Nase. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Nein. Warum? Früher oder später musste das ja mal passieren. Moin, Mister. Mit einer AK auf dem T-Shirt sind Sie mir gleich viel sympathischer, wenn Sie hier in den Laden kommen. So, jetzt machen wir das auch mal schön. Erstmal ein bisschen schrubben. Zack, rein damit. 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 Bam. Ich bin der Master. Wir haben sogar Trinkgeld erhalten, weil es so schön war. Dankeschön. Sie sind immer wieder herzlichst willkommen an Gennys wunderschönen Tankstelle. Ach, das Schild. Das Schild. Es ist schon ganz schöner Mist. Bitteschön. Wir haben noch 3 Minuten für $5000. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie so ein Kredithai, der Typ. Und schon wieder 2 neue E-Mails. Hier haben wir das Darlehen. Cash Fast Loans. In der Registerkarte kannst du das Darlehen an den Onkel zahlen.
Die Restschuld wird hier unten angezeigt. Ich zahle dem gar nichts. Soll er vorher sagen, dass er Geld haben möchte? Kann mir nicht einfach hier Ware schicken und dann sagen, ich will 5k. Hey, Herr Officer, grüße Sie. Können Sie mal mit meinem Onkel reden? Der will 5k von mir. Sie sind gerade am Eingang vorbeigelaufen. Sag mal, bringst du dein Müll von zu Hause mit oder was? Gibt's ja wohl nicht. Habt ihr das gesehen? Müll von zu Hause mitbringen, mir nicht helfen bei meinem Onkel und mit Blaulicht hier an die Tanke fahren, um sich ein paar Getränke zu holen. Wahnsinn, die Polizei. Ja, schön gesund. Hau dir 8 Millionen Fantas am Tag rein. Nice. Bitteschön, aber das nächste Mal ohne Martinshorn. Oh, hier, dein Kollege. Hat auch Durst. Der haut auch... Der kommt nur hier rein, um sein Müll hier reinzuhauen. Hast du eine Macke? Ab mit dir, fort. Ich schreibe an das Schild draußen dran, keine Cops. Ey, das müsst ihr euch mal reinziehen. Mache ich demnächst auch. Ich fahre in die Tanke einfach nur, um meinen ganzen Müll loszuwerden. Vor allem zwei Leute. Das Ding ist fast voll. Guten Morgen. 8 Artikel übrig. Achso, das steht sogar unten. Das habe ich noch nicht gesehen. Ah. Wir müssen ein bisschen langsam machen. Aber ich glaube, wir kriegen Trinkgeld, wenn wir es schneller machen. War wieder ein sehr gesunder Einkauf. Auf jeden Fall. Wir haben noch 50 Sekunden Zeit. Ich bin wirklich mal gespannt, was dann passiert. Moin. Bestellen Sie bitte. Ich hab's ein bisschen eilig. Nice. Bitteschön. Also es läuft auf jeden Fall. Mit dem Schild ist natürlich wieder richtiger Mist. Ich glaube, wir müssen auch langsam mal wieder schrubben. Ach Menno, mir hat das Schild so gut gefallen. Muss da jeder wissen, dass es hier eklige Bockwürste gibt. Ja. Nein. Ach Manno. Moin, moin, Pirat. Ich grüße Sie. Ey, kommen die jetzt alle hier rein, um ihr Müll loszuwerden? Die Jungs von Trago Entertainment sind schon ganz schöne Schmutzwinken. Und er geht wieder raus, der kauft nichts. Der kauft einfach nichts. Wahnsinn. Nehme den Telefonanruf entgegen. Elon, mach's gut. Heute mal privat hier. Kraftstoffstatus niedrig. Wir müssen Kraftstoff bestellen. Lieferung, Kraftstoff, wie viel geht denn? 168 Liter passen rein. $380. Ja, müssen wir. Nützt ja nichts, wir müssen ja tanken. Ist immer noch das Hauptgeschäft aktuell. Sie hat mich aber ein bisschen verliebt angeguckt. Hallo. Müssen hier mal wieder schrubben, mein Fließband sieht schon wieder aus. Wie bei Ihnen unterm Sofa. Bitteschön, vielen Dank für Ihren Einkauf. Beehren Sie uns bald nicht wieder. Ich habe ein bisschen Angst, das Darlehen ist fällig. Aber wir müssen wohl oder übel. Hey, Pong. Where's our goddamn money? Wake up, Sam. You've got a gas station to run. Das war ja mal eine nette Aktion, oder? Was ist denn da los? Hey, Nephew. Unser Onkel hat auf einmal Rache gezeigt. Es tat ihm leid, die Zeit, um das Darlehen zurückzuzahlen, war viel zu knapp bemessen. Na ach, 5 Minuten für 5k. Er entschuldigt sich und hat uns das Darlehen erlassen. Wir könnten uns jetzt jederzeit wohl hier über den Computer was bei ihm leihen. Guck mal, geht. $1000. Aber ganz ehrlich, bei solchen Methoden, wenn hier einfach sein Schlägertyp vorbeikommt, habe ich keinen Bock mehr, was bei ihm zu leihen. Wir haben wohl irgendwie einen Mafia-Onkel. Kraftstoffstatus niedrig. So, da kommt der Elon doch schon und da hinten kommt die Lieferung. Dann können wir in der Zwischenzeit nochmal fix ein bisschen schrubben. Wahnsinn, die ganze Zeit macht er mir ein auf Familie und wir helfen uns und zack kommt sein Schlägertyp vorbei. Haut mir erstmal direkt eine vor den Kopf.
So eine Familie wünscht man sich doch. Moin, ich mach dir auf. Pump dein Öl in mich hinein. Wir haben 200 Liter Tank, also der ist komplett voll. Wir haben aktuell weniger verdient, als wir ausgegeben haben. Also ist das halt am Anfang. Und wir können jetzt auf Level 2 upgraden. Ah, hier ist jetzt noch eine Überdachung drüber, cool. Oh, und die Baustelle hier ist weg. Und wir haben jetzt auch hier irgendwie eine kleine Computerecke. Schon wieder den Müll? Wehe, du kaufst nichts. Du nimmst dir jetzt wenigstens ein paar Snacks dafür mit. Hat er sich die gerade einfach eingesteckt? Boah, ich dachte schon, wir haben jetzt hier noch mit korrupten Cops zu tun. Das würde bei dem Spiel jetzt noch fehlen. Mafia-Onkel, korrupte Cops. Oh, da hat jemand Durst. Und was gibt's noch? Leckeren kleinen Kuchen. Sag mal, wie viel kauft denn der? Daumen hoch für die Polizei, unser Freund und Helfer. Schließe alle Ziele ab, um die Tankstelle aufrüsten zu können. Aber wir haben die doch gerade aufgerüstet. Irgendwas steht hier drüben jetzt noch als Fragezeichen. Ah, ich glaube, wir sollen den Schlüssel nehmen. Moin Meister, ich grüße Sie. Wollen Sie viel Sprit oder wenig? Sie wollen wenig, ist okay. Nicht jede Geldtasche kann so voll sein wie meine. Halte die Tore des Lagers geschlossen, sonst kannst du bestohlen werden. Das habe ich im Menü schon mal gelesen. Ich weiß nicht, ob das auch der Dennis ist. Wenn ja, gibt es da richtig Ärger. Entferne die Heuhaufen, um das Lager wieder betriebsbereit zu machen. Okay, die müssen weg. Können wir die einfach hier hinstellen? Oder sollen wir die auch in den Müll hauen? Ein Heu noch. Ein Heu noch. Da ist noch ein Heu. Du bist knapp bei Kasse. Sei vernünftig mit Ausgaben. Bestell zusätzliche Produkte zum Verkauf in der Registerkarte Lieferung. Schön, ich krieg die Aufgabe, ich soll Sachen bestellen. Und krieg dann aber auch gleich einen auf den Deckel, dass ich knapp bei Kasse bin. Wir müssen Essen bestellen. Lieferungen, Produkte. Also die mit dem grünen Punkt haben gerade einen guten Kurs. Die mit dem roten sind zu überteuert, die kaufen wir nicht. Wir packen uns einmal hier Pepsi und Fanta rein. Und hier unten noch irgend so ein komisches Zeug. Gibt's noch einen kleinen Kuchen, Popcorn, Bellies, Chunkyo. Bei wie viel sind wir denn dann? $358. Können wir uns leisten. Hallo. Gut, dass Sie da sind. Ich habe gerade all mein Geld ausgegeben. Ich muss langsam mal wieder was einnehmen. Ich habe weniger in der Tasche als Sie. Noch eine versüffte Matratze. Lecker, lecker. Hallo, guten Tag. Waren Sie nicht gerade eben schon da? Kann ich das hier hinstellen? Ah, da drüben irgendwo. Geilo, unser Lager füllt sich. Müssen wir das sogar noch selber hintragen? Da ist der Eden vom Tanken. Der ist da netter. Der macht da mehr als du. Oh, er ist hängen geblieben am Dach. Habt ihr das gesehen? Stelle ich dir in Rechnung. Oh, hallo. Ja, mit dem Körper würde ich mich auf jeden Fall auch so präsentieren. Place all. Place all, place all, place all. Können wir doch alles reinhauen, oder? Wir haben wieder volle Regale. Wir müssen mal noch ein bisschen schrubben. Sonst fühlen sich die Kunden hier nicht wohl. Das war ein ganz schön stressiger Arbeitstag. Wir haben eine Menge geschafft. Ich hoffe mal, der Onkel lässt uns jetzt erstmal in Ruhe. Ich sehe schon wieder, wir haben wieder einen Anruf. Ich will gar nicht mit dem telefonieren. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schallert die Daumen nach oben, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut.